Herzlich willkommen bei den Leipziger Stadt-Imkern. Ja, da seht ihr uns mal wieder. Ich nehme das Mikro selbst. Heute möchten wir mal wieder in die Völker schauen, den Stand ist sozusagen, abklären, weil die nächsten oder besser gesagt die ersten Honigräume sind geplant aufzusetzen. Unser größtes Volk hat den Raum ja schon beim letzten Mal bekommen. Jetzt geht es einfach nur darum, wie sieht es bei den anderen Vieren aus. Kriegt der Schwächling eventuell den zweiten Raum obendrauf? So, jetzt verliere ich noch ein paar Worte. Wir sitzen hier getrennt, weil einen von uns beiden hat Corona erwischt. Wir haben noch eine spannende Angelegenheit, die wir in dem Video mit unterbringen wollen. Und zwar haben wir uns besorgt 11 Rähmchen, Kunststoffrähmchen. Ökologisch jetzt nicht so wertvoll, eher verwerflich. Deshalb auch nur 11 Stück. Wir wollen das einfach mal ausprobieren, euch da ein Stück weit mitnehmen. Nehmen die Völker die an? Wie ist die Handhabung? Wie funktioniert das? Ist es vielleicht sogar doch eine Alternative zu den Holzrähmchen mit Drahtspanner, Mittelwand einlöten, Abstandshalter, dies, das, jenes, Reinigung, was alles dazugehört? Oder ja, ist eben die Kunststofffarbe vielleicht doch ein ganz spannendes Ding, was man andenken kann, größer einzuführen? Wir denken es nicht. Erstmal 11 Stück. Eine Wabe, wir werden es benutzen als Honigraum, nicht als Brutraum. Da nehmen wir euch mal mit. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von den Kunststoffwaben. Benutzt ihr die vielleicht sogar? Seht ihr das ökologisch als doch nicht so verwerflich an, weil man die vielleicht 120.000 Jahre benutzen kann? Schreibt mal was rein. Wir sind skeptisch, aber wollen es auf jeden Fall mal probieren. Genau. Mehr soll es dann an Vorspann nicht geben. Ist ja wie in jedem Jahr eigentlich die Honigräume aufsetzen. Ist nur nicht ganz so schnell wie beim Dirk, weil wir gucken gerne vorher nochmal rein und machen nicht nur einen Deckel auf und setzen sie rein. Aber so kann man es natürlich auch machen, wenn man vorher alles ordentlich sortiert hat und dann einfach nur die Räume aufsetzt. In diesem Sinne. Viel Spaß beim Video. Dann auf. Viel Spaß beim Video. Gerne Daumen nach oben, teilt. Schaut gerne auch bei uns auf Facebook und Instagram vorbei. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. So sieht's aus. Dann viel Spaß beim Anschauen. Zoom. Zoom. So, jetzt starten wir mit unserem großen Volk. Gucken wir mal, inwieweit der oberste Raum angenommen war, oder der Honigraum besser gesagt. 4 los ist noch nicht, war jetzt zwischendrin aber auch kein Wetter, wo sie irgendwo ausfliegen konnten, was holen konnten. Aber ihr seht, ausgebaut ist es schon. Hier wird angefangen, hier bis hierher ist ausgebaut schon und die werden jetzt angefangen. Setzen wir ordentlich wieder rein. In den zweiten Raum rein. Mal kurz guten Tag sagen und ankündigen. Gucken wir mal, wo Platz ist, wo wir ordentlich rankommen. Weil die hier ja auch ab und zu mal diesen nicht so schönen Zwischenbau machen. Das ist ja dann immer ein bisschen schwieriger, das ohne Bienen zu quetschen oder zu rollen rauszukriegen. Das ist noch eine große Futterwabe, wo sie auch Nektar schon eintragen. Und hier kommt dann schon das Brutnest mit den ersten Pollen. Die ersten Drohnen sind auch schon da. Was heißt schon?
Genau, hier haben wir ein paar Stiernäpfe, das ist aber auch noch nicht wild. Ist noch ein schwarzer Schinken. Hier seht ihr schön Verdeckeldröhnchen, Arbeiterinnen, die hier rumlaufen. Ein Drohnen von meiner Nase. Alles schon wieder bestiftet. Und jetzt kommen wir dann gleich zu einer schönen hellen Wabe. Ne, hinten die. Genau, hier seht ihr eine schöne helle. Fast komplett verdeckt, am Rand ist auch die Brut. Das sieht gut aus. Ja, jetzt beim Zusammenschieben ist es ein bisschen sinnvoller, wenn die ein bisschen Platz machen. Weil durch diesen Zwischenbau, den die sich hier hingezimmert haben, passiert es dann mal, dass da jemand zwischenhängt, der da nicht sein soll. So, kommt die hier wieder mit rein. Gucken wir nochmal die letzten zwei an, weil wir gerade noch überlegen, ob wir, also sie finden ja was. Auf den anderen Waben war ja auch noch ein bisschen Nektar. Besser gesagt Winterfutter. Ja, mit den anderen eh noch. Ja, die bleibt drin. Aber da hat noch keine Kopfhügel. Weiß ich. Dann kommt die hier noch mit rein und die vollste geht dann raus. Na Willi, was brummst hier so laut rum? So. Das ist dieses Jahr mal ein Test von uns. Mal gucken, was die dann hier unten bauen. Das haben wir eigentlich für den Ableger dann geplant. Dass unsere Ableger im Brutraum dieses Jahr nur diese Variante kriegen. Genau, mal gucken, was dabei rauskommt und ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder ob das noch nicht so gut funktioniert. Und die da sonst was bauen. Nehmen wir erstmal den hier. Schütteln die Wabe ab. Da fallen nicht so viele sonst wohin. Königin hat man hier ja drauf keine gehabt. Gehen nicht alle runter hier. Kann der Raum wieder runter als Hilfe. Und dann können wir den Honigraum wieder aufsetzen. So, gucken wir zum nächsten. Jetzt kommt der bekannte Schwächling. Gucken wir mal, wie die sich gemacht haben in der Zwischenzeit. Sind auf alle Fälle noch nicht so weit nach hinten gerutscht. Brauchen also noch keinen zweiten Raum. Hier hinten sind noch die Futterwaben. Hier tragen sie aber selber schon Nektar ein. Gucken wir mal, bis wohin das Brutnest jetzt gekommen ist. Hier hat sie den ersten Brut angesetzt. Wie gesagt, sind sie schon geschlüpft und wieder bestiftet. Seht ihr auch hier. Die brauchen also noch ein bisschen. Gucken wir nur noch den nächsten und dann ist hier gut. Und können die ihr Ding wieder für sich machen.
Frühtrachternte gibt es halt bei denen nicht. Wenn sie im Sommer auch ausfallen, ist es so. Dafür können wir sie wieder aufbauen für nächstes Jahr. Genau. So sieht das hier auf den anderen Waben, zumindest auf der nächsten, die ich habe, auch aus. Circa die Hälfte verdeckelt. Die wachsen dann jetzt auch so langsam. Achso, ne, die kam jetzt noch nicht, Entschuldigung. Die zwei wieder vor. Und jetzt kam erst die hier. Ein Schieber. Das können wir machen. Genau, den Schieber, das hat Dominik gerade nochmal gefragt. Wir haben ja hier die Windel drin, sozusagen, damit die, wo es nochmal so kalt geworden ist, ein bisschen besser ihre Wärme halten konnten. Da hat man die Windel nochmal mit reingemacht. Die können wir jetzt auch rausmachen. Das kriegen die jetzt ordentlich selber hin. Und dann gucken wir mal. Eigentlich brauchen wir die ja dann auch die nächsten Wochen nicht angucken. Die machen ihr Zeug. Außer wenn dann die Blüte richtig losgeht, müssen wir dann nur gucken, dass die genug Platz für ihre Brut haben, damit sie auch wachsen können. Die sind auf alle Fälle auch schon voller. Denke ich mal, sind dann auch bereit, einen Honigraum zu nehmen. Nehmen wir wieder eine von hinten, da ist gerade am meisten Platz. Die haben auch keinen blöden Zwischenbau. Hier geht schon die Pollenwabe los mit Nektar. Dann dürfte jetzt hier auf der anderen Seite das Bruten ist dann schon anfangen. Nö, natürlich noch nicht, weil auch hier Pollen und Nektar. Doch hier sind die ersten Stifte auf der Wabe. Hier sind die Stifte. Bis dahin, wo verdeckelte Brut ist, hier wird sie angefangen. Unten links. Hier ist unsere Königin. Und hier seht ihr, haben sie einfach schon mal Drohnen dazwischen gesetzt. Du musst bis vorgucken, weil hier der Drohnenrahmen fehlt. Achso. Dominik meint gerade richtigerweise, müssen wir mal vielleicht bis vorgucken. Nur gut, ob das Frosch ist. Bestimmt. Der Frosch? Weil ich gefropft habe. Achso. Die Königin wieder sicher reinhängen. Auch hier, also die haben das dann mit genutzt, Drohnen auf den normalen Waben anzulegen, weil wir keinen Drohnenrahmen drin haben bis jetzt. Wir haben heute welche vorbereitet. Könnten den also welche mit reinhängen. Ein. Der zweite ist ja unten. Der war auf alle Fälle drin. Ja, unten hat man einen drin. Auch hier hat sie dann schon wieder gestiftet. Spielnäpfe machen wir erstmal weg. Brauchen wir alles noch nicht. Na, was hat der hier? Die Drohnenzelle mitten drauf. Hier wäre jetzt die Stelle, wo der Drohnenrahmen eigentlich sitzt. Da haben sie aber normale Brut drin, also Arbeiterinnenbrut. Riecht auf alle Fälle schon gut hier draus. Jetzt, wo die Sonne drauf scheint, wird auch das Propolis wieder schön weich. Ja, die Wabe können wir rausnehmen, um den Platz für einen Drohnenrahmen zu schaffen. Ja, die gibt es ja. Also,
Quarantäne muss vor. Weiß ich. Die schieben wir jetzt vor. An die zweite Stelle kommt der hier unter meinem Arm. Thronrahmen. Habe ich. Dann können Sie da gleich ein bisschen weiter bauen. Jetzt kommt hier der ran. Dann wird wieder alles bis vorgeschoben ordentlich. Und dann könnten die ja rein theoretisch auch schon ihren Honigraum kriegen. Weil auch bei uns ist es dann nicht mehr allzu lange hin, bis die Obstbäume anfangen mit Blühen. Die Kirschen lassen sich dieses Jahr bei uns etwas länger feiern. Die ersten werden vermutlich hier die Birnen mit den Pflaumen sein. So, Honigraum. Wie gehabt, sind bei uns nur Mittelwände drin. Zeige ich euch kurz hier nach vorne. Nur Mittelwände. Lass nur. Nur Mittelwände, weil ausgebaute haben wir jetzt nicht mehr so viele. Die haben wir dann vorgesehen für zum Beispiel die Ableger oder den Schwächling, dass sie dann gleich die ausgebauten Waben kriegen und nicht mehr selbst viel machen müssen. Genau, jetzt könnt die hier ausbauen und wir gucken mal vor zu den anderen Zweien. So, das ist jetzt unser Volk, die so ein bisschen nervöser sind. Wollen wir mal schauen, wie die drauf sind. Die werden wieder alles zugekittet haben. Die zeigen also schon mit ihrem Propolis hier, die wollen keine Gäste. So, Mikro sitzt. Gucken wir mal, wie es hier aussieht bei den Stinkern. Direkt eine helle Wabe erwischt. Ist nichts drin. Die ist leer. Gucken auch hier, ob die genug Futter haben. Das merkt man schon. Da ist ausreichend vorhanden. Von der Stärke her sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Brut ist hier noch nicht. Sind allesamt noch leer. Hier ist Nektareintrag. Die Königin ist hier. Stifte sehe ich aber noch nicht. Vermutlich will die oder hat die eher auf den Älteren gebrütet. Genau, hier ist alles voll mit Maden. Hier wird schon das erste verdeckelt. Das andere ist alles bestiftet. Einen Thronrahmen drin hatten. Hier ist auf jeden Fall eine Biene, die signalisiert. Geht mir nicht auf den Sack. Ich mag auch die Kamera nicht. Aber das ist hier bei dem Volk immer mal wieder der Fall. So, hier haben wir auch keinen Drohnenrahmen. Hier ist aber jetzt Pollen und Brut. Mache ich auch Trick 17 und guck mal vorn rein, wie sich es da verhält. Notfalls kommt die vorn raus, meistens vorn keine Brut. Das ist immer so die am wenigsten belaufene Wabe. Hier wird der Futter eingelagert, so schwer wie die ist. Pollen, viel Pollen. Ich nehme die trotzdem raus. Das scheint mir auch noch mit alter Pollen zu sein. Das sieht nicht so frisch aus. Das heißt, die kommt raus. Die geht vor.
Dann kommt der Drohnenrahmen rein. Und dann passt das. Dann können die ausbauen, dann kriegen die auch direkt einen Honigraum drauf. Gibt keinen zu früh, nur einen zu spät. Kennen wir ja alle. Zack. Drohnenrahmen rein. Und die Damen was zu tun. Schieben wir wieder zusammen. Futter haben sie auf jeden Fall. Ausreichend. Kommen die wieder rein. Die ist jetzt noch leer. Die Königin war aber ja schon auf dem Weg nach hinten. Die wird das also nach hinten dann bestiften. Dann haben wir hinten unsere zwei Reservewaben. Oben und auch unten. Das passt also ganz gut. Ich setze kurz den auf zum Abschütteln, damit die nicht allzu viel rumfliegen. Zack. Und dann passt das. Die verziehen sich auch direkt schon nach unten. Brauchen wir gar nicht so viel Terz machen. Und dann kriegen die den Honigraum aufgesetzt, auch mit Mittelwänden bestückt. Dann können die den jetzt in aller Ruhe ausbauen mit den ersten Trachten, die kommen, und dann für uns noch was einzutragen. So, das letzte im Bunde. So, auch hier schauen wir mal rein. Die drittletzte. Immer schön langsam. Weiß nie, ob die Königin gerade rumspringt. Wäre schade drum. Wirft das Volk ungemein zurück. Hier haben wir nur Nektareintrag, Futter, Stifte. Stifte. Hier der untere Bereich, der hellere. Da liegen Stifte. Jetzt reiche ich das mal kurz weiter an meine Assistentin. Bei uns ist noch ein bisschen zu unkoordiniert, weil wir ja bei uns Erde aufgefüllt haben. Und wir haben das noch nicht platt gewalzt. Können wir hier noch nichts abstellen. So, eine Mittelwand mit Brut. Verdeckelter Brut, einen Spielnapf. Den schauen wir uns mal genauer an. Da ist aber nichts drin. Droht also noch keine Gefahr. Hier ist auch alles bestiftet. Bis außen. Das sieht gut aus. Nächstes. Sehr, sehr schönes Brutnest. Honigkranz obenrum. Ein paar Drohnenzellen mit dabei. So, die nächsten sehen auch genauso aus. Ich will hier noch mal kurz vor zum Drohnenrahmen, weil ich glaube, die hatten auch noch keinen. Oben, im untersten haben sie einen, würde ich sagen. So, wie sieht es hier aus? Ah. Ja, das ist kein Drohnenrahmen, aber eine schöne helle Wabe. Die nächste ist auch so schön hell. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendeine alte haben, die wir aussortieren können. Kriegst du noch eine rein? Ah, die haben alles helle Waben hier. Aber hier fangen sie an, Nektar einzutragen. Die können wir notfalls hochhängen. Ja, die werden wir auch hochhängen. Dann nehmen wir vielleicht die Futterwabe daraus. Ne, eine andere Futterwabe. So, ich brauche kurz noch meinen Drohnenrahmen. Dann gibt es bei denen den Drohnenrahmen. Heißt, erste Wabe Drohnenrahmen. Nächste. Zack, die sind noch nicht so hundertprozentig stark wie die anderen. Ich muss bloß gucken, welche Futterwabe wir hier rausnehmen. Das ist auch eine helle, die nächste ist auch, glaube ich, auch eine helle.
Nehmen wir die raus. Ach, was war denn das jetzt noch für eine, die du hast? Ja, das ist das, was mir gekommen ist. Ist das die mit zwei hast du noch? Das ist doch die mit Brut, oder? Mit Stiften. Die wird schon mal rumdrehen. Kriegst du die so hier reingezimmert? So, das heißt, wir haben jetzt hier eine. Ne, die soll doch hoch. Mhm. Da musst du ja die hier nicht rausnehmen. Hab ich dir doch nicht gesagt. Also dann haben wir zwei Reservewaben. Eine Futterwabe, wo jetzt schon Brut angelegt wird. Ich denke, das passt ganz gut. Zack. Zack. Genau, und Honigraum. Das ist dann der Honigraum. Und hier gibt es aber unsere Spezialedition. Honigraum. Das spielen wir euch gleich im Anschluss ein und verlieren dazu ein paar Worte. Genau, wie ihr hier in den Aufnahmen nochmal seht und das, was Dominik ja gerade schon sagte, sind die ökologisch nicht ganz so prickelnd, aber als Test einfach mal ganz gut. Hier haben wir unser flüssiges Wachs. Das müssen wir mit einer Malerwalze draufbringen, damit die Bienen dann auch die Waben mit annehmen. Wie gut sie das annehmen, werden wir dann sehen. Da gibt es auf alle Fälle nochmal Info dazu. Aber hier seht ihr, diese Wachsschicht hebt sich schon von dieser eigentlichen Wabe ab. Hier bin ich nochmal an dem Volk, wo wir die eine Honigwabe oben als Platzhalteeingang haben. Die kommt natürlich dort mit raus, wandert in das Nachbarvolk oben rein, damit wir hier den Platz für den Honigraum mit unseren Kunststoffriemchen haben. Hier sind die Kunststoffriemchen schon da, alle 11 sind mit der Wachsschicht überzogen. Jetzt zeige ich es euch nochmal von rechts und links. Man sieht jetzt natürlich keinen Unterschied mehr. Somit schauen wir mal, wie die das annehmen und ja, sind auf den Test gespannt.